Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge David vs. Goliath. Ja, mit dem Freezy, Julian, Manu, Daniel, Domme, Falco, Manu, Michael, Mika, Rainer, Robby, Axel und David. Hallo. So, Alter, hallo. Ich glaube, man kann nur unschwer erkennen, dass es heute ums Grubbern geht. Ja, doch, es geht ums Grubbern und der liebe Falco, der erzählt euch, beziehungsweise der liebe Falco und der Freezy sind im Team Goliath. Und meine Wenigkeit mit dem ganzen Rest der Bande ist im Team David. Also wir haben heute auf jeden Fall ein organisatorisches Koordinationsproblem, das sehe ich jetzt schon. Aber der Falco erzählt euch erstmal, um was es geht. Und wir düsen schon mal zum Feld 1, würde ich sagen. Genau, heute geht es halt ums Grubbern. Ja. Im Endeffekt grubbern wir mit 36 Meter Arbeitsbreite und 15 km/h. Im Team Goliath sieht das so aus, dass wir mit zwei New Holland T9565 unterwegs sind. Mit 550 PS, 40 km/h Spitzengeschwindigkeit. Dahinter hängen zwei oder jeweils ein Bettner Swifter SM 1800. Die, wie gesagt, zusammen auf die 36 Meter kommen mit 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Team David übertreibt dieses Mal komplett und hat 12 Mal den New Holland T520 mit 117 PS, auch 40 km/h 12 normale Reisegeschwindigkeit und einem RAU Polimac 300 mit 3 Meter Arbeitsbreite. So, mal machen und 15 km/h. Jo, mehr gibt's dazu nicht zu sagen, außer dass es halt, naja, 12 gegen 2. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, wir haben exakt dieselben Arbeitsbreiten. Es geht darum, zwei Felder, und zwar die 1 und die 5, ja moin, die 1 und die 5 zu bearbeiten. Und zwar komplett, jeder hat eine Feldhälfte, das heißt, wir müssen auch einmal übersetzen, da wird es dann interessant werden, weil da hat Team, da hat Team, Julian, was ist los, Seiten gewechselt, da hat Team, ups. Team Goliath auf jeden Fall dann weniger Probleme, was das Übersetzen betrifft. Aber naja, gut, wir werden mal schauen. Wir werden uns definitiv noch eine Taktik machen, wenn die anderen zwei, also Physi und Falco, nicht im Raum sind. Und ja, wir müssen das taktisch auf jeden Fall etwas anders angehen. Domme, bitte. Leute, können wir nicht einfach normal und gesittet zum Feld fahren? Es ist unglaublich. Mika, du bist einfach nur ein, ja. Man merkt halt einfach, du kommst vom Bau. Es ist sehr warm draußen. Dann fahr du mal vor. Und denk bitte dran, wie immer, es wird erst übergesetzt, wenn das Feld fertig ist. Ja, richtig. Also wir müssen komplett fertig grubbern, bevor wir aufs nächste Feld übersetzen. Ist hier falsch? Genau. Nein, gut, du bist richtig. Dann, wo gehst du denn hin? Pieselt euch zwei mal bitte in den anderen Raum. Ja, Freezy, wo gehen wir hin? Team-Meeting? Ja. Ja, zieh mich mal. Kann mich nicht ziehen, ne? Richtig. Moment, nicht ziehen. So. Okay, passt auf, Leute. Folgende Taktik hätte ich vorgeschlagen. Wir brauchen uns hier gar nicht erst aufstellen. Wir sind 12 Mann. Was machen sie da hinten eigentlich? Wir haben 4 Ecken und an jede Ecke gehen 3 Mann. Okay, also alles andere. Nee, geh mal kurz raus. Nein, jetzt okay. Nicht. Excel, David. Jetzt wir nicht. Hier, oder? Jo. Jo, Manu, komm. So, also wie gesagt, drei Mann hinter, drei Mann. Und stellt euch bitte so auf, dass wir uns nicht entgegenfahren, sondern dass wir im Kreis fahren. Ja. Also, ja, okay. Beziehungsweise, wir machen so. Im Uhrzeigersinn, oder? Nein. Das macht nämlich auch keinen Sinn, weil wir dann irgendwann zu oft umsetzen müssen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt drei Mann fahren die lange Bahn nach hinten, drei Mann fahren die lange Bahn nach vorne. Hinten fahren drei Mann los nach drüben, ne, im Uhrzeigersinn. Und hier vorne fahren quasi drei Mann los im Uhrzeigersinn in die andere Richtung. So, und ab dann fahren wir nur noch lange Bahn. Wisst ihr? Dass wir quasi nur einmal am Anfang eine Querbahn fahren, um diesen Versatz reinzukriegen der Fahrzeuge. Dass wir uns nicht gegenseitig behindern und dann immer nur die langen Bahnen fahren. Das heißt, wenn ihr hinten ankommt, fahrt ihr rüber auf die andere Seite und setzt dort wieder an. Aber haben wir da nicht zu viel Leerfahrten? Das ist halt die Frage, aber das Problem ist, wir kriegen, wenn wir immer wieder die kurze Bahn mitfahren, kriegen wir Probleme irgendwann mit dem Umsetzen. Dann setzen wir ja, dann kannst du die wieder auslassen. Also ich hätte ja gesagt, dass sechs Mann alle im Kreis rum. Dass sechs Mann von der linken Hälfte anfangen fahren runter und sechs Mann von der anderen Hälfte von unten hochfahren. Das Problem ist bei sechs Leuten, bis der sechste Mann
losgefahren ist und umgesetzt hat, ja, stimmt, dauert einfach zu lange. Und warum fahren wir nicht? Oder wir machen es halt zwei oder drei Fahrten komplett im Kreis. Und sobald sich die zwei äußeren Bahnen so weit angenähert haben, dass die kurze Bahn keinen Sinn mehr macht, dann fahren wir quasi auf die Seite, weißt du? Also nur noch die langen Bahnen. Das würde ich auch für eine vernünftige Taktik halten. Okay, dann fahren wir zwei, drei Runden im Kreis circa. Wir sprechen uns einfach ab. Wo fehlen denn jetzt noch? Wo stehen nur zwei? Also, hinten. Also jetzt nochmal für Dumme. Nein, wo stehst du, Julian? Ganz oben links. Ganz oben links. Ganz oben. Mit den zwei Manus. Genau, wie rum steht ihr? Nach kurze Bahn. Kurze Bahn. Und die Bahn fahrt ihr, dann fahrt ihr die lange Bahn vor, fahrt unten wieder die kurze rüber. Und die lange wieder vor. Und die lange wieder vor und so weiter. Also sprich im Kreis. Und das machen wir so lange, bis wir sagen, ab jetzt nur noch lange Bahn. Okay. Ja. Bis sich quasi die zwei äußeren Bahnen so nah angenähert haben. Ich denke einfach, dass wir so am wenigsten uns in die Quere kommen. Genau. Ja. Weißt du, und dass wir da am effektivsten arbeiten. Ja. Sauber arbeiten. Genau, weil ihr dürft nicht vergessen, die haben zwei Fahrzeuge. Das heißt, eine fährt links, eine rechts, so wie ich schon gesehen habe, wie die sich aufgestellt haben. Das heißt, die ziehen einfach durch und gut. Also wir müssen da echt, um da dran zu bleiben, müssen wir echt sauber, richtig sauber fahren hier. Warte mal, ich nehme hier das zweite rein. Gut, und lasst den einen ganz kurz anfahren und dann fahrt nicht genau direkt dahinter, sondern lasst einen Meter Platz. Ne? Ja, und versucht die maximale Arbeitsbreite auszunutzen. Gut, hat noch jemand was? Du verlierst Arbeitsgeschwindigkeit. Hat noch jemand was? Ja. Was meinst du damit? Gut, sind alle soweit? Gruber rauf. Ja, klappt den Gruber bitte auf. Der ist auf, ja. Okay, es geht los. 3, 2, 1 und go. Wenn meine noch senken würde. Oh. Von Gewicht auf grober umschalten. Das ist der Hotel. Oh Mann. Okay, ab geht die Luzi. Gut, guck, die kommen rüber. Und das heißt eigentlich, wenn ihr dann hinter uns herfährt, die kurze Bahn jetzt fahren, kommen uns überhaupt nicht in die Quere. Genau. Perfekt. Also das ist eigentlich wirklich perfekt. Sieht bestimmt auf der Karte cool aus. Ich gleich. Ich fahre nach links weg und das setzt wieder an. Dom, ich dreh eine Runde. Ja, komm auch hinter dir. Mal guck mal, die ziehen natürlich hier zu zweit ein paar Bahnen, das ist jenseits von Gut und Böse, ne? Ja. Da müssen wir echt schauen, dass wir da mithalten, sonst wird das richtig kacker. Gut. Aber ich denke mal, wenn sich alle ein bisschen konzentrieren, dann kriegen wir das hin. Und genauso müssen wir das auch. Wir müssen uns unbedingt absprechen, wie wir dann, wenn wir auf das Feld umsetzen, wie wir es machen. Die dann fast nichts mehr zu fahren haben, fahren sie erst drüber, oder? Der darf da nicht anfangen. Achso, der darf ja nicht. Naja, ich sag mal so. Formation anfangen. Ja, genau. Wenn nichts mehr zu fahren hat, fährt rüber, gleich am weitesten Punkt, dass die genau hier noch zu Ende grubbern, den kürzesten Weg nachher haben. Genau. Dass wir gleich wieder starten können. Genau, hinter uns kommen die nächsten drei. Perfekt. Jetzt fahren wir vorne wieder die kurze Bahn. Ja. Das ist gut. Ich glaube, das ist eine gute Taktik, wenn wir da mithalten wollen hier. Sieht ganz witzig aus. Wo es trotzdem enorm schwer wird, glaube ich. Ja. Ja. Ich weiß, wir haben nicht wieder das Problem, dass wir immer ein bisschen mehr überlappen, ne? Wir haben nie die 12 Meter komplett. Naja, doch, die kann man schon haben. Wir haben 18 also, Meter, soweit ich weiß, ne? 18,2. Mhm. 18,2? Ja. Mhm. Dann haben die ja 36,4. Mhm. Und wir 36. Wir haben doch genau 18, oder? Nein, 18,2. Wow. Safe? Ja, außer er hat's runter gemacht. Der Wert. Da müssen wir schauen. Ja. Ja, wenn's ein Original-Gruber ist. Dann müsst ihr ja aus dem Spiel raus haben. Und als Mod wieder eingedingstet haben. Ja. Können wir ja dann fragen. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn wir natürlich 40 cm weniger Arbeitsbreite haben, ja. Macht auf die Masse was aus. Ja, klar. Wir können sie auch nie so effektiv nutzen wie die anderen beiden. Robby. Genau. Ja. Du müsstest noch einen Meter weiterfahren, wenn die übersetzt auf die lange Bahn. Ja. Scheiße.
Darf ich das? So, wir sind jetzt wieder auf der langen Bahn. So schlecht sieht es, glaube ich, gar nicht aus. Die kommen jetzt quasi von oben runter. Doch verlieren wir die kurze Bahn auch nie. Nee. Wie lange macht es noch Sinn, die kurzen Bahnen zu fahren? Macht noch Sinn. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay. Können wir mal versuchen, Michael, ob wir die im Kreis gefahren kriegen? Nee, ne? Also ich bin gerade eine Kurve gefahren, das ist nicht so geil, also wir müssten mal übersetzen. Hm. Weil lässt er zu viel stehen sonst. Okay. Wird eine spannende Nummer, ey. Die Arbeitsgeschwindigkeiten, hat er dazu was gesagt gehabt? Ich fahr 14. Ich auch. Naja, aber fahren, wie schnell fahren die anderen? Ja, die fahren auch alle 14. Die fahren 15. Ja, wir ja auch ab und zu mal. Ich komm nicht über 14. Ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Zwischen 12 und 14. Genau. Ja, manchmal, jetzt ploppt, es ist zum Beispiel 15. Ja. Oh ja, jetzt kurz. Das ist halt wie das Feld fällt, ne? Das ist halt. Da auch nicht katzengrad. Ja, 15 steht auch drin. Er hat jetzt gar nicht gesagt, ob es Akku, also komplett irgendwie geflüchtet sein muss, gekrubbert sein muss oder ob was stehen bleiben kann. Weil ja, ich sag mal, wenn so ein Pinobel jetzt mal stehen bleibt, das ist nicht zu ändern bei einfach 12 Grubbern hier. Also das ist wirklich nicht zu ändern. Das wird wirklich schwer. Oh. Das war haarscharf. Ja. Bam, wieso haben wir ihn jetzt aufgeholt? Keine Ahnung, ich fahr Robby gleich in den Arsch. Wir kommen auch näher. Ja, das ist, weil die Bahnen immer kürzer werden. Richtig. Ja. Spätestens, wenn U-Fahrer droht und dann alle in eine Richtung. Ja, dann würde ich sagen, dass das erste Team, wo das andere im Nacken hängt, oben eine kurze Bahn mal auslässt. Ja, überholt. Ja, dass wir uns quasi mal wieder ein bisschen voneinander entfernen. Das ist halt aber nicht mehr viel. Versucht mal eine Kurve zu fahren. Das ist... Man kommt eigentlich relativ gut rum. Soll ich einfach mal die Kurven fahren und den Rest wegrubbern, also sauber machen quasi? Wenn diese Kurve geht, dann macht man halt wie so einen Schlänger halt rein. Aber wenn das jeder macht. Ja, wenn man einmal eine Kurve haben, kann man die ja immer fahren. Lass ja. Die Ecken einfach stehen, die mache ich bei der zweiten Runde weg. Ja. Ha, ich hab's sogar geschafft, ohne Eck stehen zu lassen. Ja, hab ich auch. Nicht mehr, also nicht mehr anhalten, das macht keinen Sinn. Ja. Was heißt? Komm rein. Ich bin halt großzügige Kurven gefahren, dass gar keiner Stress hat. Oh ja, sehr großzügig. Aber warum fährst du nicht so großzügig, Alter? Warum nicht? Weil es gar nicht nötig ist. Mal gucken, wer hat denn die Enge gefahren? Da, ne, wer war das? Also ich habe auch eine Enge gesagt. Gefahren. Ich habe relativ Enge. Das war aber keine Kurve, die du da gefahren bist. Ich bin eine Kurve gefahren. Nee, ich habe Manu, der fährt da vor mir, das war eine Ecke. Ja, weil ich so akkurat gefahren bin. Eckige Kurve. Na, dann fahr die gleich nochmal, dann guck ich mal, wie du die machst. Wie das so geht. Wie das so geht, das Kurvenfahren. Ja, ich bring dir das Spiel schon noch weiter. Ich bin nur rechts und rechts. Wir haben ja. Der ist relativ neu, der Mann. Ja, ich bin 300 Stunden schon in den Game, aber neu. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist, weil einer Lenkrad gesagt hat, ich habe hier ein Lenkrad liegen, ne? Ja. Ich bin aber jedes Mal zu faul, das anzuschließen, um es zu benutzen. Für die paar Aufnahmen. Me too. Fährt sich besser. Fährt sich halt geiler, ne? Ja, klar fährt sich's geiler, aber ich hab halt ich muss halt jedes Mal das Lenkrad abbauen, dann bin ich immer zu faul, das mit anzuschließen. Ja, wow, meine Pedale gehen halt nicht, das ist das Problem, deswegen brauch ich das Lenkrad halt gar nicht dran machen. Seitdem wir Olympia oder ich Olympia spiele, hab ich das Lenkrad auch nicht mehr dran, weil das Joystick halt drin ist. Der Gamepad. Verdammt. Ja, also ich spiel halt mit Gamepad, das ist wirklich eigentlich am besten. Machen die kurzen Bahnen jetzt noch Sinn? Nee. Eigentlich ja, aber mehr. Ich würde sie mitnehmen,
Dadurch, dass wir im Kreis fahren, ohne anzuhalten, würde ich sie auch aktuell noch mitnehmen. Richtig. Aber wenn du sie nicht an mitnimmst, dann stehst du, nimmst du praktisch eine kurze Bahn, boah, die du eigentlich gar nicht mitnimmst. Vor allem, wir sind so deutlich hinten. Sind die schon fertig gleich? Ja, was? Die haben noch eine halbe Bahn übrig, wenn sie oben sind. Ja. Also sind die schon in der letzten Bahn? Muss in der vorletzten. Also einer muss nochmal runter von den beiden. Ach du Scheiße. Keine Chance. Ja, gut, aber wenn wir uns jetzt hier gleich treffen. Nee, dann müssen wir immer noch zweimal hoch und runter. Nee. So. Indem wir nicht doch ein bisschen schneller fahren als wir. Schwierig. Gut, aber wir sind erstmal fertig, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Drückt uns die Daumen, vielleicht können wir es doch noch irgendwie reisen. Obwohl das echt schwer wird. Das Vorteil ist nur, der eine muss warten, bis der andere nochmal hoch und runter gefahren ist. Mal gucken, wie weit wir da aufholen können. Bis dahin, eure Prognosen gerne in die Kommentare, Däumchen da lassen. Wir sind erstmal raus. Tschüss. 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 Tschüss.